Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Michael Busch. Ach Quatsch, der Martin Hagen von der FDP, Fraktionsvorsitzender. Bitte sehr, Herr Hagen. Danke sehr, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrter Vorredner Fabian Mehring. Also, dass Sie als Freie Wähler von der Bundespolitik nicht so viel verstehen, vielleicht nicht ganz auseinanderhalten können, was eine Bundesregierung tut, was ein Bundesvorstand tut, was ein Bundestag tut, sehe ich Ihnen nach. Ich habe mir aber schon ein bisschen Sorgen gemacht, als Sie hier am Rednerpult standen. Sie waren der mit Abstand lauteste Redner heute, Ihr Kopf wurde immer röter. Und als dann Ihre Ader am Kopf immer mehr zu schwellen begann, habe ich mir kurz gedacht, ist da Dominik Spitzer im Saal, unser Arzt, hat er seinen Arztkoffer dabei, es könnte hier zum medizinischen Notfall kommen. Ich verstehe es aber auch, Herr Kollege Mehring, jetzt rede ich, Herr Kollege Mehring, jetzt haben Sie mal kurz Zeit zu verschnaufen. Ich verstehe es ja, weil Sie hatten heute hier zweifellos den schwierigsten Job, nämlich die Ausfälle von Ihrem Parteifreund Aiwanger zu verteidigen. Insgesamt zeigt diese Debatte heute wieder, dass die gute Marion Gräfin Dönhoff recht hatte, als sie mal geschrieben hat, der legitime Platz des Liberalen sei zwischen allen Stühlen. Denn genauso fühlt man sich hier als Liberaler. Auf der einen Seite haben wir Hubert Aiwanger, der auf der Demonstration in Erding davon schwadroniert, man müsse sich die Demokratie zurückholen und der dann sogar am nächsten Tag noch nachlegt und damit beweist, dass die Pferde nicht mit ihm durchgegangen sind, sondern dass er wirklich so denkt und sagt, selbst wenn eine Regierung demokratisch gewählt wird, sei nicht zwingend alles, was sie entscheidet, auch demokratisch im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung. Das ist ein Demokratieverständnis, wo es eigentlich jedem Demokraten die Zehennägel aufrollen muss. Und dass ausgerechnet Sie, Herr Mehring, als Lehrbeauftragter für Politikwissenschaft das hier noch verteidigen müssen, da habe ich wirklich Mitleid mit Ihnen, mein ehrliches Mitgefühl. Und außer Ihnen, den Freien Wählern, gab es ja auch nur eine Fraktion hier im Haus, die die Ausfälle von Hubert Aiwanger verteidigt hat, nämlich die AfD. Alle anderen Fraktionen, inklusive Ihrem Koalitionspartner, haben ja berechtigte Kritik geübt. Und auch Ihre Kommunalpolitiker in Erding sahen das ähnlich. Rainer Mehringer, Stadtrat und stellvertretender Landrat in Erding, hat gesagt, ab einem gewissen Lebensalter muss man sich doch im Griff haben. Und die zweite Bürgermeisterin von Erding, Petra Bauernfeind, auch eine Parteifreundin von Ihnen, Freie Wähler, hat gesagt, es war unpassend, sowohl in der Wortwahl als auch im Inhalt. Also, das ist die Seite Freie Wähler. Auf der anderen Seite, Herr Pohl, auf der anderen Seite sehen wir die Grünen mit ihren Übertreibungen, die sich dermaßen empören, dass sie sich sogar dazu versteigen, zu sagen, der Ministerpräsident müsse Herrn Aiwanger aus dem Amt entlassen. Und die nicht nur die völlig kritikwürdigen Aussagen von Hubert Aiwanger kritisieren, sondern generell versuchen, den Protest gegen den gleichen Entwurf eines Gebäudeenergiegesetzes zu legitimieren. Zum Beispiel, indem Herr Gehring sagt, man müsse doch aufpassen, mit wem man demonstriert. Im Publikum seien ja auch Rechtsradikale gewesen. Das offenbart Ihre Heuchelei, weil Sie, die Grünen, bekanntermaßen nie Probleme damit haben, mit Linksradikalen gemeinsam auf Demonstrationen zu gehen. Und es wäre ja auch schlimm, wenn man Rechtsradikalen eine solche Macht geben würde, dass man sagt, sobald sie sich in eine Menschenmenge mischen, müssen alle anderen diesen Platz verlassen. Wenn man der AfD die Macht geben würde, dass man berechtigten Unmut nicht mehr artikulieren kann, aus Angst vor der falschen Seite, das wäre genau die falsche Art, meine Damen und Herren. Und ich halte es eher deswegen mit dem Journalisten des Münchner Merkur, Christian Deutschländer, der diese Woche geschrieben hat, Politik muss öfter raus aus ihrem Elfenbeinturm und mit klaren Botschaften und klarer Haltung dorthin gehen, wo Angst, Sorgen und Zorn sind. Es kommt eben nicht darauf an, wo man etwas sagt, sondern es kommt darauf an, was man sagt. Und das ist der Unterschied, meine Damen und Herren. Man kann auf einer solchen Demonstration die Menschen aufwiegeln und die Demokratie delegitimieren, wie das Herr Aiwanger gemacht hat. Man kann aber auch, wie der Ministerpräsident oder ich das gemacht haben, sachlich über das Thema sprechen. Ich habe beispielsweise auf der einen Seite die Notwendigkeit des Klimaschutzes betont und gesagt, wer den Menschen vorspielt, es könne alles bleiben, wie
es ist, der streut Ihnen Sand in die Augen und gleichzeitig gesagt, was sich am Gebäudeenergiegesetz ändern muss, damit aus einem schlechten Entwurf ein gutes Gesetz wird. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie wir gestern auch gesehen haben, wurde Punkt für Punkt alles, was ich in Erding kritisiert habe, in den Beschlüssen der Ampel geändert. Wir haben jetzt einen guten Entwurf und das ist eben der Unterschied. Die einen machen Krawall, die anderen machen Politik. Ja.